Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Stranded Deep. Ja, wahrscheinlich habt ihr schon gar nicht mehr damit gerechnet, nachdem das Let's Play eine Woche schon vorbei ist, eigentlich. Aber ich habe euch ja versprochen, es wird noch eine letzte Folge geben. Und zwar eine letzte Folge, in der wir ein bisschen Spaß haben. In der wir ein bisschen Spökes treiben, in der wir ein bisschen, naja, ich weiß nicht, Dinge tun, die, sag ich mal, ja, keine Ahnung, die man sonst vielleicht nicht so tun würde. Irgendwie, keine Ahnung, wir starten. Die Konsole, oh Gott, wie waren das nochmal? Dev, oh Gott, ich hab's schon wieder vergessen. Dev, ich habe eben noch nachgeguckt und jetzt weiß ich nicht mehr, was man da eingeben musste. Also leck mich doch am Arsch, warte mal. Oh Gott, warte mal, Stranded Deep Console Commands. So. Dev, wie war das nochmal? Dev, es kann aber nicht wahr sein. Leck mich doch am Arsch. Junge, Junge, Junge. Ah, Dev Console, war das true? Kann das sein? Strategy, Deep Resource, all of the problems, there's no. Warte, 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 wo ist denn dieser Command, der die Konsole aktiviert? The God Mode. Ich meine, es müsste Dev.Console true sein. Yes, das ist es. Wunderbar. Okay. Dann können wir hier dieses Menü öffnen und jetzt holen wir uns einen Gyrocopter, komm. Wir holen uns jetzt mal einen Gyrocopter, damit wir das Ding auch mal ausprobiert haben. Motor, Base, Rectal, Seat, Structure. Was ist ein Structure? Geht das? Hä? Nö. Okay, warte. Gyrocopter, Base. Ah. Okay. Das ist die Base, alles klar. Drop the Base. Oh, das Ding fliegt. Das ist ja lustig. Pass auf, dann haben wir noch das Cockpit. Dann brauchen wir noch den Motor. Den Rotor. Den Sitz. Und was ist die Structure? Ich habe keine Ahnung. Oh, kann man das Zeug überhaupt benutzen, sag mal? Kann man das... Ach, muss ich die Konsole vielleicht wieder ausmachen? Dev Console. False. Oh, kann man die Sachen überhaupt benutzen? Da bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob das überhaupt geht. Scheinbar geht das nämlich nicht. Das ist ja blöd. Ja, okay, komm. Dann machen wir mal Dev... Junge. Dev Console True. Und dann können wir mal den Flugmodus aktivieren. So. Aha. Doesn't look good. Ja, das macht nichts. So, dann können wir mal den Flugmodus aktivieren und einfach mal gucken, was wir so für Geheimnisse hatten, die wir nicht entdeckt haben. Machen wir das doch einfach mal. Wir können zum Beispiel mal so Sachen machen wie, wir fliegen einfach mal bis ans Ende der Map und gucken, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Es hatte jemand in die Kommentare, glaube ich, geschrieben gehabt, dass man... Ah, okay. Dass sich die Welt immer weiter erweitert. Erweitert? Weiter erweitert? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das nicht true. Weil hier, ihr seht, wir schwimmen bzw. wir fliegen gegen eine Alpha-Wand. Das heißt, es ist keine unendliche Map. Hier ist auch Alpha-Wand. Hier ist genau die Kante quasi. Hier ist genau die Kante von unserer Welt quasi. Ja, also hier gibt es keine unendliche Welt, wenn du so möchtest. Wie weit nach oben geht's eigentlich? Da wird wahrscheinlich auch gleich irgendwie so ein Ende kommen, denke ich mal. Okay, irgendwie will ich es nicht ausprobieren. Ich habe irgendwie Angst, dass wir gleich tot sind. Was wahrscheinlich nicht geht, weil wir sind im Death Mode, aber... Es gibt jedenfalls keine Unendlichkeit, was die Maps angeht. Das ist sehr interessant, muss ich sagen. Oh, was mit unserem Floß? Huch! Hä? Okay, pass auf, dann würde ich sagen, gehen wir mal... Wir fliegen wir doch einfach mal ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wo wir... Ich glaube, in diese Richtung sind wir zu Hause. Ich würde gerne auch mal probieren, was... Also, machen wir gleich. Was passiert, wenn wir bis ganz nach unten fliegen? Also wirklich komplett runter. Und dann würde ich gerne mal gucken, wenn man von unserer Insel aus in die andere Richtung geht. Da waren wir ja auch nicht so oft unterwegs. Wir haben uns ja tatsächlich sehr hier vorne drauf konzentriert. Beziehungsweise am Ende des Tages, als ich verstanden habe, wie der Kartograf funktioniert... Wir waren halt eigentlich... Also wir hatten halt richtig Glück gehabt einfach, ne? Wir waren halt mittendrin bei den Bossfights. Das ist einfach so. Wir hatten wirklich Arschglück gehabt, dass diese Bossfights sich quasi einmal so quer durch die Map gezogen haben.
Naja, und wir haben halt einfach mittendrin gebaut. So, wir waren halt wirklich mittendrin. Und hatten halt super Luck gehabt, ne? Das ist einfach so. Hier ist, glaube ich, Luska. Und auf irgendeiner der Inseln müssten wir wohnen, meine ich. Ist das Luska? Yes, da ist er. Guck mal. Können wir uns den Gegner nochmal ein bisschen genauer angucken? Sieht schon cool aus, ne? Huch, wo ist er denn, du? Ah, da ist er. Hi. Du machst uns aber nichts, gell? Bist ein Guter. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo... Au, hä, der macht ja doch was. Leck mich. Dumme Sau. Ich glaube, hier wohnen wir, ne? Das ist, glaube ich, unsere Heimatinsel. Kann das sein? Yes, das ist unsere Heimatinsel. Hier sind wir zu Hause. Ach, schön. Schade, dass wir das erst zum Ende gebaut haben, ne? Das konnten wir jetzt eigentlich gar nicht mehr so wirklich genießen. Ich würde gerne mal in diese Richtung hier gehen. Einfach mal, um zu gucken, was da noch so kommt. Weil ich glaube, in diese Richtung waren wir fast gar nicht unterwegs. Wir sind immer nur in die andere Richtung gegangen. Wahrscheinlich, weil wir uns da schon so ein bisschen ausgekannt haben, beziehungsweise weil wir da halt, ja, mehr oder weniger, was ist das denn? Ach, das ist ein Ding, das ist ein Wrack. Boah, ich dachte gerade schon, was ist das denn? Wahrscheinlich, weil wir uns in die andere Richtung einfach besser ausgekannt haben, sind wir fast in diese Richtung hier fast nie gegangen. Und deswegen würde ich gerne mal in diese Richtung fliegen und einfach mal gucken, wo wir da hinkommen und was da noch so gibt. Wie gesagt, wir hatten halt immens Glück gehabt, dass die Bossfights so auf einer Ebene waren, ne? Und wir halt quasi direkt davor. Das hat uns quasi erspart, dass wir die komplette Map so mehr oder weniger erkunden mussten. Diese Infrastruktur da hinten kenne ich, glaube ich, aber nicht, oder? Wir können auch gleich gerne mal gucken, ob wir vielleicht mal eine Custom-Insel setzen können. Ich guck mal, wie einfach das über das Menü geht. Was man dafür tun muss. Aha. Diese Inselstruktur kommt mir nicht bekannt vor. Ach so, doch, kommt sie mir. Alles gut. Never mind. Mal gucken, ob hier doch irgendwelche Überraschungen auf uns warten. Ich meine, ein Easter Egg haben wir gefunden. Ich weiß nicht, ob es noch eins gibt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber deswegen sind es ja Easter Eggs, ne? Dass man das eben nicht weiß. Hier ist auch nochmal so ein Schiff halt, ne? Du kannst ja auch wahrscheinlich jede Menge Sachen raustauchen. Gar keine Frage. Easy going. Und ich glaube, wir sind auf jeden Fall schon in einem Gefilde, wo wir noch nicht unterwegs waren. Hier auch wieder Schiffswracks. Also, man hätte noch eine Menge looten können. Ne, so ist auf jeden Fall. Also, man hätte noch eine Menge looten können. Man hätte noch eine Menge finden können. Aber sind wir ganz ehrlich, wir haben es jetzt eh nicht mehr gebraucht. Also, wir haben das Spiel halt mehr oder weniger durchgespielt. Auch wenn ich es cool finde, dass das quasi so als... Ja, es ist quasi so eine Endlos-Ding, ne? Also... Laut Story sind wir ja wohl wieder gestrandet. Irgendwie, keine Ahnung. Laut Story sind wir ja mit dem Flugzeug weggeflogen. Wir sind am Map-Ende angekommen. Hier müsste gleich irgendwo die Wand kommen, da ist sie. Laut Story sind wir halt im Grunde genommen wieder abgestürzt. Ja. Okay, hier ist die Ecke davon. Okay, krass. Ja, sind wir wieder abgestürzt und im Grunde genommen ja wieder hier. So, mehr oder weniger. Das ist schon ganz lustig gemacht, auf jeden Fall. Ich habe bei dem Flugzeugabsturz direkt Bioshock-Vibes gehabt, muss ich sagen. Bioshock 1, da bist du ja auch Flugzeugabsturz, ne? Und dann gehst du so in diesen Turm rein, nach Rapture nach unten. Oh, voll geil. Oh, ich liebe Bioshock. Der erste Teil von Bioshock, das Intro einfach. Oh, mega. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, tut es. Tut es. Haben wir übrigens die auch auf dem Channel Let's Play damals, Bioshock 1. Sehr, sehr geiles Game. Kann ich euch nur empfehlen, geht da auf jeden Fall rein, macht mega Laune. Und natürlich auch gerne ins Let's Play, wenn ihr möchtet. Auch wenn ich gar nicht weiß, wegen Musik und sowas, wie viele Folgen davon überhaupt noch am Start sind. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich gucke übrigens gerade, ne, ich fliege hier nur die Insel so ein bisschen ab und einmal so um den Rand rum, um zu gucken, ob hier vielleicht noch irgendwas ist, was man mitnehmen kann, was man sehen kann, sehen sollte. Ich weiß es nämlich nicht. Ich habe mich da jetzt nicht mega informiert. Oh, hier ist irgendwo ein Hai. Huch. Ach, hier müssen wir hin, glaube ich, ne? Ja, aber ich glaube, hier ist tatsächlich nicht mehr wirklich viel. Da vorne ist noch eine Insel. Da vorne ist auch noch eine Insel. Jetzt wird es ja auch gerade dunkel. Das ist natürlich nicht so geil.
Wir können uns gleich nochmal ein bisschen im Dings umgucken, im Menü, ob man da noch irgendwelche Items findet, die man sehen muss. Ansonsten glaube ich, wir haben das meiste von dem Game wirklich mitgenommen, ne? Also sicherlich hätte es da jetzt vielleicht noch irgendwie irgendwelche Wracks gegeben, die man hätte untersuchen können. Irgendwelche Dinge, die man noch hätte finden können. Gar keine Frage, da gibt es bestimmt noch eine Menge, was wir vielleicht noch nicht gesehen haben, aber ich sag mal so, das Grobe, das meiste davon haben wir gesehen. Was ich ein bisschen komisch finde, wieso kann ich denn Sachen, die ich über den Modus hier reinhole, wieso können wir die nicht benutzen? Das verstehe ich nicht. Also du kannst die natürlich nutzen, um Rubber Duck. Du kannst die natürlich benutzen, sag ich mal, Dingens zu machen. Oh. Okay. Du kannst die natürlich nutzen, um ein bisschen Spaß zu machen, so, ne, das geht schon. Aber du kannst sie halt nicht... Ja, nutzen, das verstehe ich halt nicht so ganz. Oh. Oh. Okay, aber der Hai war... Oh, der... Ach so, den kann man noch... Okay, ging dir das jetzt theoretisch? Oh. Okay, das heißt aber, ich habe den Gyrocopter doch einfach nicht zusammengebaut bekommen, oder? Weil ich doof bin. Oder? Lass mal kurz checken. Giant Crab Spawner. Oh. Na toll. Jetzt habe ich... Jetzt habe ich eine Krabbe gespawnt, das wollte ich gar nicht. Okay, warte. Probieren wir es nochmal. Ich spawne mal nur... von dem Gyrocopter die Standardteile. Warte mal. Die Base brauchen wir. Es schwebt halt auch immer in der Luft so komisch, ne? Warum kann man sich denn hier keinen fertigen spawnen? Das finde ich doof. Check ich nicht. Flashlight ist nie verkehrt. Geht auch nicht. Okay, manche Sachen kann man hier irgendwie nicht spawnen. Komm, weißt du, was wir mal machen? Wir gehen mal kurz ins Hauptmenü zurück. Wir gucken mal, ob wir uns, mal so eine Custom-Insel setzen. Wir probieren es einfach mal. Machen wir natürlich unten, wo wir hier beim Schiff sind, weil da ist der Speicherstand gleich zu Ende. Wie kann ich denn, warte mal, wenn ich auf Community gehe? Ah, okay, warte mal, neue Insel erstellen. Ich müsste jetzt eine Community-Insel hier suchen, oder was? Okay, weil ich mach das mal gerade, warte mal. So, da sind wir wieder zurück. Ich habe mal ein paar Karten abonniert. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Beim Laden einiger Lokaldaten ist ein Fehler aufgetreten. Nicht alle Daten wurden gefunden. Okay. Und wie kann ich die Insel da jetzt hinpacken? Ah. Okay, wollen wir das mal einfach mal so anwenden? Gucken, ob das jetzt funktioniert hat. Ich weiß es nicht. Gehen wir mal auf... Habe ich jetzt ein neues Spiel gedrückt? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht neues Spiel gedrückt. Das wäre nicht so geil. Okay, lege ich die Zone rein. Es kann natürlich sein, dass das jetzt abschmiert, ne? Weil vielleicht irgendwas nicht geladen wurde oder so. Das könnte durchaus möglich sein. Er lädt auf jeden Fall ziemlich lange. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Tag 71, ich habe schon mal nicht neues Spiel gedrückt, das ist gut. Und ich glaube, er hat auch was gelernt. Alter, guck dir mal die Insel da hinten an. Boah, ist die groß. Okay, warte, dev.console, macht er das immer? Dev.console, true. Dann gehen wir mal in den Flugmodus und dann fliegen wir nochmal rüber und gucken uns das an. Boah, das hätte man natürlich auch von Anfang an machen können, ne? Man hätte auch von Anfang an einfach diese Custom-Inseln komplett reinnehmen können. Wie nice. Boah, ist das cool. Hier mit so ein paar Kisten und sowas. Hier ist ein bisschen Stein gesetzt worden. Boah, da einfach mal eine eigene Insel zusammenklamüsern. Da einfach mal eine eigene Insel zusammenklamüsern und dann so ein Custom-LP machen. Quasi eine zweite Staffel. Das wäre natürlich auch richtig nice, ne? Also ich habe mir auch diesen Insel-Creator mal ein bisschen genauer angeguckt. Du kannst da ja echt geilen Scheiß machen, ne? Das muss man wirklich sagen. Du kannst da echt coole Sachen bauen.
Da können wir auch gleich gerne nochmal kurz reingucken, einfach, dass wir alles vom Game noch so ein bisschen mitgenommen haben. Hier drüben ist noch eine Custom-Insel und da drüben auch. Was ist das denn hier? Guck mal. Wie cool. Ich sag mal, das habe ich von Anfang an nicht verstanden. Ich meine, es ist eine coole Sache, dass die so ein Map-Creator hier auch wieder mit Schiffswrack und so, dass die so einen Map-Creator mit reingebracht haben, weil das halt einfach... Die Community ist halt einfach super, super krass drauf, ne? Das war schon taktisch klug gemacht. Auch hier sau cool mit dem Steg auch, ne? Ist da irgendwas da unten? Ach, guck mal. Hä, wie nice. Das ist schon ziemlich cool gemacht, ne? Weil die Community halt einfach... Ja, ihr wisst ja, so Communities sind halt immer super kreativ, was sowas angeht. Und das belebt halt auch das Game. Aber ich verstehe nicht so ganz, warum die das halt nicht... Also warum die nicht von Anfang an mehr Inseltypen mit reingenommen haben. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ehrlich gesagt. Warum es nur diese zwei oder drei verschiedenen Inseltypen gab, das habe ich nicht so ganz kapiert. Aber es ist schon echt geil gemacht, muss ich sagen. Das ist schon echt... Was ist das denn? Guck mal. Das ist so ein Schiffsfriedhof. Hallo? Okay, ja gut. Nicht alle Custom Maps. Nicht alle Custom Maps sind, ja, lauffähig, ne? Also manche, die spacken halt auch ein bisschen rum. Da kannst du nichts machen, leider. Das ist, ja... Ah, Spiel kommt langsam wieder. Spiel kommt langsam. Ich versuche mal wegzufliegen. Okay, diese Custom-Insel. Fliegt da irgendwas? Nee. Okay, diese Custom-Insel sollten wir vielleicht nicht besuchen. Ich versuche mal ein bisschen heranzukommen. Ja, ja, nee, nee. Okay, die leckt sich tot. Okay, alles klar. Easy. Vielleicht ist das die Map, wo ein paar Sachen nicht gefunden wurden. Das kann schon sein. Das kann schon sein. Ich versuche mal wieder wegzukommen von der Map. Irgendwie. Kann ich auf Pause drücken? Hallo, hallo Spiel? Darf ich... Hilfe? Hallo? Ich möchte das nicht. Die Mucke halt auch dazu. Sehr gut. Okay, können wir uns jetzt beruhigen, bitte? Okay, warte. Komm. Kann ich Alt F4'en? Geht das? Ja, geht. Okay, nice. Okay, ich starte das Spiel mal ganz kurz neu. Wir bleiben einfach hier in der Folge drin. Ich schneide das jetzt nicht raus. Wir starten das Game jetzt einfach nochmal neu. Und dann gucken wir uns kurz diesen Insel-Creator nochmal an. Damit ich den auch nochmal gezeigt habe. Jetzt haben wir schon ein paar Custom-Inseln gemacht. Wie gesagt, manche muss man schon mal ein bisschen aufpassen. Wäre aber trotzdem nice, wenn wir nochmal irgendwann vielleicht eine zweite Staffel machen von dem Game. Wo wir wirklich nur... Auf den verschiedenen, wo wir wirklich nur Inseln nehmen, die custom sind. Das wäre schon ziemlich geil, muss ich sagen. Vielleicht ja dann auch mal im Koop oder so, ne? Wäre auch ganz nice. Mit dem Erik zusammen. Ich glaube, da könnten wir sehr viel Spaß haben miteinander. So, warte mal, Kartograf. Und dann haben wir die Insel jetzt hier noch drin wahrscheinlich, ne? Ja, ja, genau. Wir machen mal eine neue Insel erstellen. Wir könnten so eine neue Welt erstellen, aber dann würde die andere halt überschrieben werden und der Spielstand wäre halt auch weg, ne? Also, das ist, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Gehen wir erstmal rein und machen eine neue Insel. So, das ist der Insel-Creator. Ist eigentlich ziemlich cool gemacht, wie gesagt. Man kann halt alles Mögliche machen, ne? Man kann hier Gelände nach oben machen, man kann Gelände wegmachen. Das ist dann schon ziemlich cool. So eine Insel... Bro, warum ist die Musik so laut? Ja, also ihr seht, die Inseln haben eine gewisse Größe. Größer geht nicht. Okay, wir gehen wieder raus, komm. Junge, warum ist die Musik so laut? Warum zur Hölle? Ich habe diese Musik niemals so laut gestellt, aber ist auch egal. Auf jeden Fall könnt ihr da halt ein bisschen Inseln basteln. Ne? Ja, was ich schade finde an dem Game, muss ich sagen, die Story war sehr dürftig. Das muss man sagen, so overall gesagt, war die Story sehr, sehr dürftig. Und ich hätte mir, ehrlich gesagt, ein paar mehr Inseln gewünscht. Also Inseltypen. Ne? Ist zwar cool, dass du das über die Community machen kannst, aber trotzdem, ihr seht es ja hier schon, es sind immer nur so zwei, drei Inseltypen, verschiedene, mehr gibt es halt leider nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten muss ich sagen, hatte ich sehr viel Spaß mit Stranded Deep gehabt, ihr glaube ich auch. Ja, das war nochmal so eine kleine Folge, wo wir so ein paar Sachen machen, die halt abseits vom LP, die wir halt abseits vom LP machen. Weil sie halt einfach nicht ins Let's Play reingepasst hätten.
Diese Folge ist abschließend. Das heißt, damit war es das mit Stranded Deep auf dem Channel. Zumindest fürs Erste. Vielleicht gibt es irgendwann eine zweite Staffel. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Ja, und ich denke mal, morgen 17:30 könnte dann auch schon das nächste Let's Play kommen. Bin ich mir eigentlich fast schon sicher. Ne? Vielleicht wird es auch übermorgen. Ja, checkt aber mal rein. Ihr werdet bestimmt eine Info bekommen. Wie und wann es weitergeht. Ne? Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bei einem weiteren Let's Play hier auf diesem Channel. Macht's gut. Bis dahin. Und haut rein.